Hallo zusammen. In diesem Video sehen wir uns an, wie man in Planter Project Vorgänge im Terminplan mit Hilfe von Anordnungsbeziehungen verknüpft. Unter Anordnungsbeziehungen versteht man Abhängigkeiten zwischen einzelnen Vorgängen, die deren Termine beeinflussen können. Wir befinden uns hier im Terminplan unseres neuen Projekts, das wir in den früheren Videos dieser Reihe erstellt haben. Um die Videos dieser Reihe anzuschauen, können Sie oben rechts klicken, um zur Playlist zu gelangen. Wir haben in unserem Projekt zwei neue Vorgänge angelegt, die noch nicht mit Hilfe von Anordnungsbeziehungen mit den restlichen Vorgängen verknüpft sind. Unsere Anordnungsbeziehungen wollen wir direkt im Balkenplan bearbeiten. Zunächst müssen wir die bestehende Anordnungsbeziehung zwischen den Vorgängen 1.1 und 1.3 löschen. Um eine Anordnungsbeziehung zu löschen, klicken Sie im Balkenplan mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Linie und wählen Sie die Option AOB löschen aus. Die Abfrage bestätigen wir mit Ja. Nun möchten wir das Ende des Vorgangs 1.1 mit dem Anfang des Vorgangs 1.2 verbinden, da diese Vorgänge nacheinander ausgeführt werden müssen. Dafür positionieren wir den Cursor im Balkenplan am Ende des Vorgangs 1.1, bis der Cursor seine Form ändert. Jetzt halten wir die linke Maustaste gedrückt und ziehen die Linie, die angezeigt wird, an den Anfang des Vorgangs 1.2. Die gelben Pfeile markieren die Art der Anordnungsbeziehung. Wenn wir die linke Maustaste jetzt loslassen, wird eine Anordnungsbeziehung zwischen den beiden Vorgängen erstellt. Auf dieselbe Art möchten wir jetzt das Ende des Vorgangs 1.2 mit dem Meilenstein 1.3 verknüpfen. Wir halten wieder die linke Maustaste gedrückt und ziehen die Verbindung zwischen den beiden Vorgängen. Jetzt klicken wir auf die Schaltfläche Terminplan berechnen, um die Anordnungsbeziehungen zu berücksichtigen. Wie Sie sehen, werden die Vorgänge ihrer Anordnungsbeziehungen entsprechend im Balkenplan verschoben. Nun möchten wir noch unseren neuen Meilenstein verknüpfen. Die Vorgehensweise ist dieselbe. Wir positionieren den Cursor am Ende des Vorgangs 2.2 und halten dann die linke Maustaste gedrückt und ziehen die Linie zum Anfang des Vorgangs 2.3. Jetzt verknüpfen wir noch das Ende des Vorgangs 2.3 mit dem Anfang des Vorgangs 2.4. Danach berechnen wir wieder den Terminplan und unsere Termine werden entsprechend angepasst. Übrigens, Sie können Anordnungsbeziehungen auch tabellarisch anlegen. Um uns das anzuschauen, löschen wir noch einmal kurz die Anordnungsbeziehung zwischen den Vorgängen 2.3 und 2.4, die wir eben angelegt haben. Dann machen Sie einen Rechtsklick auf den Vorgang 2.3 und wählen Sie die Option Einfügen AOB aus. Nun wählen Sie in der Listbox den gewünschten Nachfolger, also in unserem Fall den Vorgang 2.4 aus. Daraufhin werden die beiden Vorgänge ebenfalls miteinander verknüpft. Diese Verknüpfung sehen wir dann auch wieder grafisch im Balkenplan. Nun wissen Sie also, wie man in Planter Project Anordnungsbeziehungen erstellt und bearbeitet. Im nächsten Video zeigen wir Ihnen, wie Sie in Ihrem Terminplan Ressourcen einplanen. Wenn Sie weitere Fragen haben oder Hilfe brauchen, schauen Sie in unserer Online-Hilfe nach oder melden Sie sich beim Support. Unser Team freut sich darüber, Ihnen weiterhelfen zu können. Dankeschön, dass Sie sich für Planter entschieden haben.